Bei Mercedes-Benz beginnt der Winter bereits im Sommer. In der Kältekammer werden bei 30 Grad unter Null Kaltstartversuche durchgeführt. Die Leistungsfähigkeit der serienmäßig eingebauten Fahrerhausheizung getestet und die elektrisch beheizte Windschutzscheibe geprüft. Mit der Zusatzheizung wird das Fahrerhaus vorgewärmt, bevor der Fahrer mit dem Unimog zum Winterdienst ausrückt. Zur Grundausrüstung eines Unimog im Winterdienst gehören Schneepflüge. Einseitige Schneepflüge schieben den Schnee wahlweise nach rechts oder links. Hier räumt der Unimog U80 mit einem Schmidt-Meerscharffederpflug MF3 eine enge Straße in einer Kleinstadt. Das Pflugschild des MF3 besteht aus 5 federnd aufgehängten Pflugscharsegmenten, die bei Bodenhindernissen, wie zum Beispiel Kanaldeckeln, nach oben ausweichen und über das Hindernis weggleiten. Die Räumbreite beträgt 2,60 Meter. Um die Straße sauber zu reinigen, kann man auf diesen Pflug mit dem doppelt wirkenden Hydraulikzylinder zusätzlichen Bodendruck geben. Festgefahrene und vereiste Schneeschichten werden mit Eisaufreißstählen aufgebrochen. Die Stähle können je nach Schneehärte mit den scharf zugespitzten oder den löffelförmig ausgeschmiedeten Enden eingesetzt werden. Anschließend räumt der Schneepflug den gelockerten Schnee zur Seite. Der Federklappenpflug ist der meistverbreitetste Schneepflug. Die Räumschiene dieses Pfluges besteht aus 6 Federklappen, die den Hindernissen nach hinten ausweichen, wie hier vorgeführt wird. Der Unimog U45 räumt mit dem Federklappenpflug frisch gefallenen Schnee an den Randwall. Die Wendigkeit dieses Fahrzeuges gestattet eine exakte Räumarbeit auch unter beengten Verhältnissen. Anstelle der Pritschenrückwand ist ein Streugerät angebaut, das über die kippbare Ladefläche mit Split beschickt wird. Der Fahrer reguliert nach Bedarf die Streubreite von 2 bis 10 Metern, die Streumenge von 0 bis 500 Gramm pro Quadratmeter und gleichzeitig die asymmetrische Einstellung des Streubildes. Neben abstumpfenden Streumitteln wird in großem Umfang Salz gestreut. Eine andere Variante ist der Silostreuer, der auf die Hilfsladefläche des Unimog aufgesetzt wird. In diesem Streugerät wird das Streugut in dosierten Mengen von einer Förderschnecke dem Streuteller zugeführt. Förderschnecke und Streuteller werden über die hintere Zapfwelle angetrieben. In der Übergangszeit oder bei Verwendung von Salz sind die Straßen oft mit einer Schneematschschicht bedeckt. Die zapfwellengetriebene Unimog-Vorbaukehrmaschine eignet sich hervorragend, um diese Schichten sauber zu räumen. Das Gerät hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern. Als Besenbesatz verwendet man Borsten aus Welldraht, Piassava oder Kunststoff.
Von Schneepflügen aufgeworfene Randwälle behindern den Verkehr. Straßen werden immer enger und Parkräume unbenutzbar. Die Schneewälle müssen deshalb beseitigt werden. Hierzu eignet sich der Unimog mit Frontlader und Schneeladeschaufel. Ein leistungsfähigeres Gerät zum Verladen ist jedoch auch die Seitenschneeschleuder mit Verladekamin. Ein LKW ist in weniger als 5 Minuten mit 10 bis 12 Kubikmeter verdichtetem Schnee beladen. Randwälle bis zu einem Meter Höhe werden in einem Arbeitsdurchgang geräumt. Die über die vordere Zapfwelle angetriebene Seitenschleuder wird an der gleichen Anbauvorrichtung, wie sie für die Schneepflüge vorhanden ist, angebaut. Das Heben und Senken sowie das Drehen des Verladekamins nimmt der Fahrer vom Führerhaus über die Unimog-Hydraulik vor. Das Schneeräumverfahren mit dieser Seitenschleuder hat in den letzten Jahren eine außergewöhnliche Bedeutung erlangt. Mehrere tausend dieser Gerätekombinationen sind im Einsatz. Der allradgetriebene Unimog setzt seine Motorkraft auch im Winter zuverlässig am Boden ab. Genau wie der einseitige Schneepflug braucht der Keilschneepflug diese Schubkräfte. Der Keilschneepflug wird zur Räumung großer Schneehöhen oder bei Schneeverwehungen eingesetzt. Auch auf Landstraßen behindern Randwälle den Verkehr. Diese Randwälle werden mit dem Unimog U80 und der Seitenschleuder S3 geräumt. Die Maschine erreicht Wurfweiten von ca. 15 Metern. Der Auswurfkamin ist nach beiden Seiten schwenkbar und wird vom Fahrersitz aus hydraulisch betätigt. Die Räumgeschwindigkeit beträgt bei einem Meter Schneehöhe, je nach Schneegewicht, 1 bis 3 Stundenkilometer. Die Arbeitsbreite mit Zuführpflug 2,40 Meter. Für die Räumung von Schneeverwehungen oder die frontale Öffnung von Straßen sind Schneefräsen besonders geeignet. Für den Kommunalbereich ist die zapfwellengetriebene Schneefräse Typ VF3Z ein interessantes Räumgerät. Im Gegensatz zu Spezialfräsen mit Aufbaumotoren wird der Fräsenvorbau innerhalb einer halben Stunde an- oder abgebaut, sodass der Unimog auch im Winter immer wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Das Heben und Verschwenken der Fräse erfolgt hydraulisch. Der Antrieb erfolgt von der hinteren Zapfwelle über ein schaltbares Kettengetriebe, mit dem 2 Drehzahlen erreicht werden, die Wurfweiten von 8 und 16 Metern zulassen. Die Fräsbreite beträgt 2,40 Meter, die Vorbauhöhe 1,30 Meter. Da die rotierende Frästrommel die gesamte Unimog-Spurbreite einschließlich Lenkeinschlag überdeckt, ist es möglich, harten und vereisten Schnee bis zur Höhe von 1,30 Meter in einem Arbeitsdurchgang zu räumen. Die Räumleistung beträgt bei Neuschnee ca. 4000 Kubikmeter pro Stunde. Wie bei der Seitenschleuder sind auch bei der Vorbaufräse die Auswurfkamine um 360 Grad drehbar. Ebenso können bei dieser Maschine anstelle der kurzen Auswurfkamine
lange Verladekamine aufgesetzt werden, um in Ortschaften die Schneeverladung durchzuführen. Diese Fräse belädt einen LKW in etwa 2 Minuten. Typisch für die Arbeit der Schneefräse ist die saubere Räumarbeit bis auf die Straßenoberfläche. Mit allen Tücken des Winters, die den Verkehr beeinträchtigen, wird der Unimog gut fertig, denn er hat mehr Möglichkeiten. Thank you.